Mein Name ist Peter Christa, ich bin Geschäftsführer der Aramis Maschinenbau GmbH und Co. KG mit Sitz in Engsting im Kreis Reutlingen. Wir sind seit über 35 Jahren im Sondermaschinenbau tätig und unsere Spezialisierung liegt auf Montage und Prüftechnik. Mein Name ist Sascha Thiesen, ich bin Geschäftsführer der Firma Groß & Fröhlich. Groß & Fröhlich ist ein Familienunternehmen mit Sitz im Raum Stuttgart. Wir sind einer der weltweit führenden Spezialisten für Stuhl- und Möbelrollen. Entwicklung, Produktion und Vertrieb sind hier direkt im Haus. Der letzte Fertigungsschritt unserer hochwertigen Rollen, die an Bürodrehstühlen eingesetzt werden, ist das Aufbringen von sogenannten Transportschutzkappen. Damit soll gewährleistet werden, dass der neue Bürostuhl mit sauberen Rädern an seinem Einsatzort angeliefert wird. Vor einigen Jahren ist die Firma Groß & Fröhlich auf uns zugekommen. Sie wollte ein Projekt realisieren, wo Transportschutzringe auf Stuhlrollen aufgebracht werden sollen. Der Stand damals war, die Transportschutzringe wurden mit einer Infrarotlampe heiß gemacht und von Hand montiert. Die Stückzahlen sind gestiegen und so ist der Gedanke entstanden, eine vollautomatische Maschine daraus zu machen. Bisher hatten wir an unserer Transportschutzanlage ein pneumatisches System eingesetzt. Hier kamen wir jedoch recht schnell an die Kapazitätsgrenzen der Anlage. Wir haben die Firma Aramis Maschinenbau beauftragt, ein Konzept zu erstellen, wie die Taktrate und damit der Maschinendurchsatz der Anlage erhöht werden können. Die Grundidee war, das pneumatische System durch ein elektrisches zu ersetzen und damit Energieeffizienz und Dynamik der Maschine deutlich zu steigern. Unser Maschinenbauer, die Firma Aramis, empfahl uns die Antriebs- und Steuerungstechnik von Yaskawa. Wir hatten eine relativ kurze Projektlaufzeit. Das ganze Projekt war innerhalb von 3 bis 4 Monaten realisiert. Ziel war dabei, den Produktionsausfall so gering wie möglich zu halten. Und deswegen musste die Inbetriebnahme und Installation der neuen Yaskawa-Komponenten sehr schnell in unserem Hause erfolgen. Das Zusammenspiel zwischen den Teams von Yaskawa und Aramis lief optimal. Das hat sich bei der Softwareanpassung gezeigt, bei der Kopplung mit der Pneumatik, der Visualisierung und der Kommunikation mit dem Bildverarbeitungssystem, das wir zur Qualitätssicherung einsetzen. Die Maschine war etwa 3 Wochen bei uns und in der Zeit hat der Komplettumbau und die Programmierung soweit wunderbar funktioniert. Abwicklung und Inbetriebnahme liefen wirklich schnell und unkompliziert ab. Die geplante Kapazitätserhöhung wurde durch die beteiligten Partnerunternehmen und Systeme absolut erfüllt und die umgebaute Anlage arbeitet jetzt wieder störungsfrei im Dreischichtbetrieb.